Wenn du keine AirPods hast, dann bist du einfach ein Lappen. Also. Du hast Socken von Gucci an. Digga, was kosten die? Und Lappen, wer nun ein Outfit für 2,5 trägt. DA got that dope. Wir haben entschieden, wir gucken uns jetzt das Video mit dem Titel Die 1 Million Rekord-Outfits von UFO361, Samra, Lil Lano. Wie viel ist sein Outfit wert von Mahan an? Also dieser Titel allein verdient schon einen Oscar. 1 plus mit Sternchen und Kometenschweif. Ich bin gespannt. So, I don't know. Was bezahlt man für so eine Uhr? 122.000 Euro. Hey, mein Name ist Samra. Ganz normal. Also, wie viel Geld hast du für deine Uhr ausgegeben? Ja, das ist jetzt die Royal Oakle von AB im Wert von 122.000 Euro. Was hast du heute um? Ah, ich habe heute die Rolex für 50.000. Ah, das war gerade ein bisschen cringy meinerseits. Na, ich, komm. Ist schon spät, meine Freunde. Ansonsten, ich brotte mich einfach hier selber die ganze Zeit. Der High Chain, Tennis Chain, 2 Stück, die Wave Chain, Cuban Link, 105. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich diese Videos von UFO und so mir nie, wirklich nie, ja, ich habe sie mir eigentlich nicht angeguckt, weil so Real Talk, wenn ich sage, ich kann mit diesen wie viel ist dein Outfit wert Videos nichts anfangen, so, dann meine ich das auch so, dann muss ich nicht irgendwie so tun, oh, ich habe es mir angeguckt und sag aber, ich habe es mir nicht angeguckt, so, nein, wie ihr wisst, wird an diesem Tisch nicht gelogen. An diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Deswegen ist das für mich eigentlich das erste Mal, dass ich zum Beispiel das Outfit von UFO sehe. Tisch insgesamt 150 Racks. Ja. But they Blueface is it selber, Digga. Ey. Digga, vorbei. Das war aber ein anderes. Puh, ey, was denn, ja. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marvin. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kommt so eine kleine Überraschung für euch. Und noch zum Ende des Jahres habe ich mir gedacht, ey, ich mache so eine kleine Compilation von den besten, wie viel ist dein Outfit wert 10 in diesem Jahr, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Szenen rausgesucht. Die sind im Großen und Ganzen ganz schön lang gewesen, deswegen wundert euch nicht, falls das Video ein bisschen zu lang. Vielleicht ein, zwei Worte zu den Sachen, die Mahan da an hat. Gucci Cap, absolut wack. T-Shirts, also diese ganze Look, Mom, I can fly oder generell das Merch von Travis Scott war das ein oder andere Piece, das war nice. Ansonsten wirklich no front an dieser Stelle, aber meiner Meinung nach überbewertet. Auch wenn ich wirklich ein Fan von Travis Scott bin, ja. Don't get me wrong, Travis Scott, nice, Merch, überbewertet. Ich habe versucht, das Nötigste reinzuschneiden und das ist jetzt das Resultat. Ansonsten habe ich mich mega gefreut darüber, als ich auf den About You Awards war. Dort habe ich auch viele neue Kontakte geknüpft und kennengelernt. Das war auf jeden Fall auch... Nein, ich muss es sagen. Warum ist der bei About You Awards dabei? Warum? Re-Rap! Warum ist ein Mahan bei About You Awards mit dabei? Salty Pat, der nicht eingeladen wurde. Ich sag doch... Patrick Spector frontet sich selber. No disrespect an ihn. Erste Frage, wurde er da nominiert für irgendeine Kategorie? Oder zweitens, war er einfach nur als Gast da? Wenn er als Gast da war, okay, so, I don't care. Aber wenn er jetzt für irgendwie, ich habe mich da jetzt nicht so krass mit beschäftigt, aber ich weiß, dass da Leute Auszeichnungen kriegen für beispielsweise, ja, im Thema Fashion. So, wenn er jetzt nominiert war für den besten Style, bin ich am Zombie vorbeigelaufen. Schöne Erfahrung für mich. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Hauptsächlich wünsche ich jedem meiner Abonnenten Gesundheit. Verbringt die Zeit mit eurer Familie. Familie ist das Wichtigste, was existiert. Und ganz wichtig, Leute, achtet auf eure Gesundheit. Leute, checkt die Szene auf jeden Fall ab. Das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Jahr oder besser gesagt übermorgen mit einem neuen Video. Fashion Killer des Grauens, dieser Mahan. Du hast keinen Style. Guck mal, ich sag doch gar nicht, dass ich da nominiert werden soll oder sowas. Was auch immer. Das war aber gar nicht meine Intention. Guck mal, wir müssen dieses Fass gar nicht aufmachen, weil ich weiß gar nicht, was da abging. Wie ich schon sagte, an sich ist er halt ein sympathischer Dude. Er versucht so seinen Leuten vernünftige Werte mitzugeben. Familie, Gesundheit, bla bla bla. Jetzt könnte man ihn natürlich unterstellen, dass er das nur sagt, um irgendwie Sympathie zu gewinnen. Aber was soll ich euch sagen? So, man kann ja nur das bewerten, was man vor die Nase kriegt. Deswegen eigentlich kommt mir das alles sympathisch rüber. Peace. Wie geht's dir? Sehr gut, danke. Jan, wer bist du? 22. Jan zeigt uns heute den Wert seines Outfits.
Bro, wie viel ist dein Aufwärts? Fangen wir bei deinen Sneakern an. Mach ich auch immer. Wenn ich gerade noch am Reden bin, das Mikrofon dann schon zu dem anderen Interviewpartner zu halten, weil das hat man dann die optimale Tonqualität. 495. 495, gut. Genau. Diese Schuhe. So, nein, die hast du dir nicht 2019 geholt. Machst du nicht. Du hast Socken von Gucci an sich. Genau. Was kostet die? 100 Euro. Voll begeistert. Du hast Socken von Gucci an. Digga, was kosten die? 100 Euro Socken von Gucci, Leute. Muss das sein? Nee, muss nicht sein. Aber hin und wieder mal zum Tragen. Ist ja mal ganz schick. Ist ganz schick. Sieht auch gut aus, finde ich. Vielen Dank. Deine Jeans. Muss das sein, so viel Geld für Socken auszugeben? Nee, muss so nicht sein. Aber sehen gut aus. Also irgendwie war die Situation gerade weird. Dein Pullover, der gefällt mir richtig. Der ist von Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, was? Oder Tommy Jeans ist es, glaube ich. Tommy Jeans. Der sieht geil aus. Was bezahlt man für so einen Pullover? 129, glaube ich. Pullover ist eigentlich voll in Ordnung. Den haben wir auch des Öfteren schon auf Le Bazaar gehabt. Dein Rucksack von MCM. Genau. Der kostet 775. Vielleicht gehst du dich kurz um und zeigst mir den Rucksack. Cooler Rucksack. So. Ich fand jetzt schade an dem Rucksack, dass da nicht noch so, weiß nicht, so 10x10 cm Nieten dran wären. Weil sonst wäre der, ja, wär der Rucksack noch mehr nicer, als er sowieso schon ist. Oh, ich sehe, du hast eine Uhr an, die blinkt, die glitzert. Ein bisschen, ne? Was ist das für eine Uhr? Eine Rolex Daytona. Rolex Daytona. Bro, die Uhr ist so hässlich. Wow. Ich bin sprachlos, wie hässlich diese Uhr ist. Also Daytona ist wirklich so von den Rolex-Modellen mit das ödeste Modell aus meinen Augen. Genau. Mit Diamanten mit besetzt? Mit Diamanten und Saphiren. Krank. Was bezahlt man für so eine Uhr? 122.000 Euro. Jetzt auf Ernst. Was hättet ihr lieber? Eine Rolex Dayjust, eine Rolex Daydate, eine Submariner, eine GMT Master. Die Uhren, die ich gerade aufgezählt habe. So, ich wette mit euch, wenn ihr die alle kauft, selbst im Graumarkt, habt ihr für diesen Preis viel nice Uhren für vielleicht sogar einen günstigeren Einkaufspreis. 22.000 Euro. Wow. Ich glaube, wir haben wieder das Rekord. Immer dieses zu krass überwältigende. Wow. Hier der Apple-Tag, Leute. Ich denke mal, heute haben wir wirklich das Rekord geknackt. Den Bruder Samra am Start. Bruder, eine Frage. Ja. Wie viel ist dein Outfit wert? Bruder, ich weiß es nicht genau, aber ich schätze, das Outfit ist so 2,5 wert. 2,5. Lass mal einmal bei deiner... Wie? Nur 2,5? Lappen, wer nun ein Outfit für 2,5 trägt. Jacke anfangen. Was ist das? Das ist eine Louis Vuitton-Jacke. Boah, ihr seid so gemein, ey. Mahan gefühlt 1,20. Guck mal, ich weiß, was ihr meint. Ich hab's doch auch gesehen in der Anfangsszene hier. Samra, Riese und er sieht dazu... bisschen zwergmäßig aus, aber guck mal, was kann er jetzt dafür, wie groß er ist? Jetzt mal Real Talk. Er ist 0,9 cm groß. Ja, boah, ihr seid so gemein, ne? Ihr seid so gemein. Lass mal einmal bei deiner Jacke anfangen. Was ist das? Das ist eine Louis Vuitton-Jacke. Yeah. Richtig schick. Habe ich in deinem Musikvideo gesehen. Richtig schick. Hey, Fick 31er mit Kapi. Genau, glaub schon, ja genau. Geiles Lied, erstmal geiles Lied. Auf der Fahrt haben wir die ganze Zeit Harami gehört. Richtig geiles Song. Der Fresh, Mann. Die kostet 2000, die Jacke? Ja, ich glaube. Also das ich, hab die, ich hab die Jacke zum Geburtstag geschenkt. Bro. Okay, geil, Mann. Ja, Mann. Dein, das, was hast du da runter an? Das ist 2000 bei der Jacke und das Outfit soll 2,5 kosten. Also darf er jetzt nicht mehr zu viel kosten. Das ist ein Riders Nike-Shirt. Weiß ich auch nicht, wie teuer das ist. 30 Euro. Glaube ich. Die Hose kostet vielleicht ein Huni. Die Schuhe sind Nike-Sponsor, du weißt Bescheid. Fresh, Mann. Bro, du hast doch eine Rolex noch an. Ja. Yeah. Was kostet die? Die kostet 13. 13.000. Mit Diamanten. Die Uhr zum Beispiel. 1000-mal geiler als gerade die blaue Rolex. Und ja, 10% kostet die. Rätsel, warum er sich da diese komische Iced-Out-Blaue... Aber ey, Geschmackssache. Geschmackssache. Die, 15, glaube ich. 15.000. Das ist eine Day-Date, oder? Ja, Mann. Genau, freshe Uhr auf jeden Fall. Warte mal kurz, also, aber das sieht nicht aus wie eine Daydate. Das sieht aus wie eine Dayjust, ne? Weil sonst wäre hier oben, hier, noch die Tagesanzeige wichtig. Vor allem für 13k. So eine Daydate kostet ja 30 und keine 310.
Day-Date, oder? Ja, Mann. Genau, fresche Uhr auf jeden Fall. Ja. Hier hast du noch ein Armband. Genau, Königsketten-Armband. Ja, ey, aber reicht jetzt. ich will nicht so ein Ding, ich mach das für die Jungs, damit Danke, Bruder, supportet. Das ist echt nett. Du weißt Bescheid, mein Name ist Samra, ansonsten bestellt euch mal Büro Rot vor. Auf jeden Fall. Wir rasieren alles, weißt alles. Bescheid. Ey, danke dir, Digga, danke. Hat mich mega gefreut, Mann. Wirklich, danke. So, was geht, Bro, wie heißt du? Mo Phoenix. Ja, also Outfit von Samra war halt, glaube ich, so ein typisches Rapper-Outfit. So Jogginghose, Markenjacke und Rolex und dann irgendwelche Nike-Sneaker dazu. Also wirklich absolut nichts Spezielles. Ja, schon. Mann, richtiger Mann. Ja, Mann. Bro, du hast ein cooles Outfit an. Komm mal raus. Da finde ich das Outfit schon wesentlich spezieller. Mal so mit einem Buckethead, auch wenn ich da jetzt von kein großer Fan von bin. Die MCM-Tasche. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich MCM so an sich nicht fühle. Das ist jetzt einer dieser wenigen Pieces, die ich in Ordnung finde. Die Jacke fühle ich nicht so und die Hose jetzt im ersten Augenblick leider auch nicht. Aber ich feiere so, ja, wie soll ich sagen, den Vibe. Was hast du denn für so Klamotten an? Ich habe Yeezys an. Eine Replay Jeans, die kann man so einen Meter lang. Also eine so Stretch, ne? Ja. Was ja. hast du für die Schuhe bezahlt, wenn ich fragen darf? 600. 600? Resale, meine ich? Also im Nachhinein gekauft, ne? Die Brille, die aufhat, die gefällt mir auch. Stocke. Und ich bin gespannt, was das für eine Uhr ist. Ich habe eine im Sinn. Ich glaube, das wäre eine Cartier, sogar eine Cartier-Uhr. Die erinnert mich sehr, sehr stark daran. Mit einem Lederarmband. Und wenn das die ist, dann zu wild. StockX? So heißt die Seite. Normal. Da haben sie mir angezeigt, 500 Euro bei Größe 44, 600 bei 45,5. Oh, okay, shit. Ja. Normal. Aber schicker Schuh. Dankeschön. Das ist bestimmt auch bequem. Sehr, auf jeden Fall, ja. Schicker Schuh, also diesen Yeezy kann man auch sehr, sehr gut zu einem Anzug kombinieren. Ist das so dein bequemster Schuh? Der und der gelbe Zebra. Ah, der gelbe Zebra. Ja. Der Frozen Yellow. So Frozen Yellow heißt genau, genau. Ja. Die Replay Jeans, die kostet vom Dreh immer 120, 100... Sowas, ja. Deine Jacke von Stone Island? Ja, von Stone Island, die kostet 950 Euro. 950, ja. Weiß ich, Jacke habe ich jetzt nicht so krass gefühlt. Na, weiß nicht, sah so ein bisschen billig aus. Ganz schön teuer, sag ich mal. Ja, ist halt, dafür, dass es nur so ein dünnes... Aber die gab es auch nicht so häufig. Okay. Deswegen, glaube ich, hat die so ein... Auf 2 Stück weltweit limitiert. Dankeschön. Steht dir auf jeden Fall. Danke sehr. Die MCM-Tasche. Ja, die kostet 350. 950, ich muss sagen... Ohne Spaß, die ist cool. Real Talk, ich habe, wie gesagt, MCM nicht mein Fall, aber diese Tasche ist in Ordnung. Würde ich jetzt nicht haten. Hab ich noch nie richtig gesehen. Nee? Also in der Form, sage ich mal. Die ist neu. Die ist neu. Ich mag so die neue. Ja, auf jeden Fall. Also das trägt niemand, sage ich mal. Deswegen feiere ich. Dankeschön. Deine Ketten, Digga, die sehen richtig stabil aus. Ja, du hast hier eine Königskette. Ja. Eine mit so einem Ice-Out. Das ist Emotion, das ist meine Handschrift, das ist mein eigener... Schriftzug, mein Handschriftzug von meinem... Ich glaube, ich fände es cooler, wenn er getauscht hätte. Also diese Kette etwas länger und diese etwas kürzer. So, ich glaube, das würde an sich so ein harmonisches Bild abgeben. Was ich jetzt vor einem Monat released habe. Ja. An der Stelle, Leute, Link in der Beschreibung, check das ab. Emotion-Album draußen. Ja. Ja, das Ganze war schon ein bisschen teurer. Doppelt so teuer wie eine Submariner so, aber okay. Es sind halt... VVS-Steine, so steht hier, so sind Diamanten und 18 Karat, ist auch massiv, die Kette ist auch massiv, so. Cool auf jeden Fall, du hast noch eine Uhr. Das ist eine Frank Miller. Ah, eine Frank Miller, ja. Okay. Die ist auch nee, das ist nicht die Uhr, die ich gedacht habe, das Ding ist es. So und von der Ferne sah die original so aus. Wie die Mo Phoenix anhat. Aber die ist auch nicht schlecht. Also die ist halt mal was komplett anderes. Ist auch nicht na so. Klar, verstehe ich. Ja, weil... Die Mütze, die Krönung, sag ich mal, der Akzent in deinem Outfit. 60 Euro. 60 Euro, ja. Nice. So Leute, wir haben jetzt hier UFO 361. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt Real Talk mal gespannt, weil das ist tatsächlich einer der Outfits, die ich noch gar nicht gesehen habe. Am Start, der Bros Rapper. Ich würde mal sagen, wir starten... Der Bro ist Rapper. Echt? Ich dachte, der verkauft Chicken Nuggets bei Burger King. Schau mal von unten bei deinen Schuhen oder Bruder. Latschen. Was haben die gekostet? 30 Euro? 30 Euro Latschen von Nike. Das sind doch die bequemsten, oder? Ja, Bruder, war so auf entspannt, weißt du. Auf jeden Fall. Ich hab selber Nike Latschen. Beste, Mann. Die Socke. Socke ist einfach weiße Tennissocke, Bruder. Weiße ja? Tennissocke. 99 Cent. 99 Cent. Beste. Bro, die Jeans.
Amiri. Mega geil. Amiri, okay. Geil. Ich weiß gar nicht. Ach. Farblich auch hervorragend mit dem Oberteil kombinieren. Also diese gelben Neonstreifen passen perfekt zum oberen Part. Also wer das nicht sieht, einfach nur der größte Lappen. 900 Euro oder 800, so. 900 Euro, wow. Bro, dein Gürtel? Ich sehe von Dior. Gürtel auch, Dior, ja. Gürtel, nice. Ich weiß den Preis nicht schon. Gürtel, Re-Wrap, stabil. Den 3400? 3400, irgendwie sowas, ja. Irgendwas schreiben wir da rein jetzt. Das T-Shirt. Irgendwas, Hauptsache teuer. Das ist mega geil mit den Rosen und den Dinosaurier. Dieses T-Shirt, das war ja instant sold out. Ich finde es aber interessant, dass die Oberfläche von dem Print so ein bisschen shiny aussieht. Also das fällt mir auf jeden Fall jetzt auf. Ich habe das T-Shirt jetzt noch nie irgendwie im Real Life gesehen, aber jetzt gerade hier fürs Erste, das fällt mir auf jeden Fall auf und sieht auf jeden Fall interessant aus. Und da finde ich es tatsächlich auch schon eher, dass das T-Shirt zur Jacke passt. Wobei jetzt die Hose passt vielleicht hier zu dem Mountain Dew oder wie das Ding hier heißt, aber zum anderen Rest wohl kaum. Die Jacke, Leute, das ist die Stay High Jacke. Ich feiere diese Jacke mega. Wobei, ich sterbe für diese Jacke. Auf jeden Fall, also ich würde mal sagen, die ist unbezahlbar, ne? Danke, Bruder. Ja, auf jeden Fall, ja. Wenn du die Box nicht hast, kriegst du die Jacke nicht, Bruder, egal wie viel Geld du hast. Genau. Will ich jetzt so nicht unterschreiben, denn ich weiß, dass wir auf Le Bazaar schon die ein oder andere Jacke verkauft haben. Dann unterstützt den Bro hier auf jeden Fall. Bro, so was ich an dir richtig feier, ist dein Schmuck. Danke, Bro. Wirklich. Wenn wir darauf auch eventuell eingehen könnten, eventuell erstmal an deine Ketten. Stay High Chain, Tennis Chain, 2 Stück, die Wave Chain, Cuban Link, 100. Ich glaube, auf Ernst, für so ein Rapper-Ding sind diese Ketten nice. Also dieses ganze Ice Out und dick und hast du nicht gesehen. Ja, aber ist nicht meine Baustelle. Nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, so unterschreiben, dass UFO so aus Deutschland das niceste oder die krasseste, sagen wir es so, Chain Collection hat. Oder er hatte. Er hatte sie. No front. Sich Rex. Oh, wie wir aus deinem neuen Song gelernt haben. Rex, Leute. 150. Wow. Das war einer dieser kompletten Cringe-Momente, wie er Rex ausgesprochen hat. Hosen. Boah, krass. Sind das VVS-Steine alles? VS, SIVS, VS Plus. Keine Ahnung, VS2 oder so eine Dinger. Krass. Baguettes, irgendwelche Baguettes dieser in der Mitte da, siehst du? Normal, sieht mega geil aus, heftig. Danke, Bruder. Geil. Und am Handgelenk, dann nehmen wir noch eventuell, boah, die Rolli. Was ist das für eine Rolli? Bruder, das ist eine Datejust. Eine Datejust, auch. Mit Steine besetzt, so individuell, du weißt, du selbst besetzen lassen. Normal. 40k. Du weißt doch selbst, Bruder, das hat jeder hier, weißt du selber, wie das ist. Ja, eben nicht. 40.000 Euro. Und so halt Weißgold-Armbänder. Weißgold-Armbänder. Geil, Mann. Euro. Ich feiere diesen Style richtig. Danke, Bruder. Bro, hast du mal irgendwie was an, was wir eventuell noch reinnehmen könnten? Alles gut. Okay, hier der Endbetrag. Bro, Rekord-Outfit in Deutschland gebrochen, Digga. Also wie viele Rekorde der Typ schon aufgestellt hat, ne? Das ist mir echt ein Rätsel. Den Bro am Start. Lilano, Leute. Mann, das ist der Squatsch. Der einzige... Rapper in Deutschland, der mit Lil anfängt, oder? Und der es auch geschafft hat. Der es auch geschafft hat. So läuft der Shit. Also, wir hatten ihn bei der letzten... man muss auch sagen, durch die Decke gegangen. Durch die Decke gegangen sowieso. Letztes Video Trend, Bruder, jetzt gerade währenddessen... Ja, nochmal, Bruder. Check da. Also ich habe ja mitgekriegt, dass es Lil Lano, weiß nicht, ob es jetzt immer noch so der Fall ist, aber ich glaube, dem geht es momentan gesundheitlich nicht so gut. Da an dieser Stelle auf jeden Fall gute Besserung. Ich weiß auch, dass er sich treu bleibt, also... Ich glaube, du wirst den Typen nie in einem All-Black-Outfit sehen. Ist halt 0000 mein Geschmack. Sowieso! Fresh! So läuft das Shit, Leute. Ganz einfach. Bruder, eine Frage. Ja, eine? Wohnst du im neuen Wahl? Weil irgendwie immer, wenn ich hier unterwegs bin, sehe ich dich. Ja, Bruder, viele Leute denken das natürlich, aber ist nicht so. Ist nicht so. Okay. Nee, nee. So läuft das Shit. Und du? Bruder? Zeltest du hier? Ich zelte leider hier. In meinem Video. Boah, was? Einfach geshootet. Du weißt Bescheid, Bruder, wie viel ist dein Auto wert? Bruder, echt viel, wirklich jetzt. Hau raus, also, Digga. Ich bin so gespannt, ne? Wirklich viel. Die Brille allein schon. Gesagt, wenn du keine AirPods hast, hast du keine? Ich hab AirPods, du weißt Bescheid. Ja, aber wenn du keine AirPods hast, hast du keine? Kein Swag. Kein AirPods. Kein Swag. Wenn du keine AirPods hast, hast du keine? Wenn du keine AirPods hast, dann bist du einfach ein Lappen, also. Wer weiß das denn nicht? So läuft das Shit. Boom. So, wir haben jetzt hier neue AirPods, weil ich habe meine heute Morgen nicht gefunden, Digga. Ich habe einfach zwei neue geholt. Leute, Dings, ihr wisst doch, Digga, manchmal, man macht Glücksspiel auf der Straße und so, manchmal würfel ich mit denen ganz einfach. Ganz einfach.
Was? Also kompletter weirder Flex. Wir fangen oben an, ne? Wegen AirPods auf. Genau. Okay, Dings. Meine Brille, ne? Sieht man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber... Hey, Bro. Boah. Wow. Das ist deutsche Germana tatsächlich. Deutsche Germana. Ja, tatsächlich. Was kostet die? Ich dachte jetzt eher, das wäre deutsche Gusto. Ja. Guck mal. Weißt du, 1000. 1000. Ganz einfach, 1000. Ist die Ice Out? Auf jeden Fall. Digga, Bruder, warum frage ich überhaupt? Wenn ich mich bewege, Bruder, die werden behindert zu Hause. Leute mit Epilepsieanfall, Digga, macht jetzt aus, lieber. Shit, Digga. Bruder, dein... Bruder ist schon anders witzig. Pullover. Der, Digga, einmal einen Check drauf. Dein Pullover, Digga. Was ist das für ein Pullover? Bruder, das ist Balmain, Digga. Nein, das heißt Balmain. Euch mal. Ich kann es mir wenigstens leisten. Die Leute, das in die Kommentare schreiben, spart mal 6 Jahre lieber. Bro, Digga, dieser Reißverschluss an der Seite hier, ne? Oh mein Gott, ist das wack. So viel bezahlt? 605. Also ich habe den eben bei Mintos. Guck mal, das Ding ist, guck mal, ich hab Personal Assistant. Okay. Er hat mein Geld. Was weiß ich, wie teuer das war. Weißt du, wir gehen... Lano, melde dich. 605 Euro oder 50 Euro. Wenn wir macht... Kauf dir so einen krassen Hoodie, der auch bunt ist, aber nicht das Ding. Rein, er bezahlt. Alles sorry, gut, ey. Alles fresh, alles weißt gut. Weißt du, was ich meine? Dann guck mal den einfach. So läuft der Shit. Also auf jeden Fall geile Farbe. Mal was ganz anderes. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist Balmain Cali. Wegen Kalifornien. Weißt du, siehst du auch Beste. Die Palmen und so. Und denkst du, siehst auch das Lila, ne? Mies gematcht. Digga, Trippy hat mir empfohlen. Der Typ hat so einen kranken Style. Guck mal, atme hier. Grüße gehen raus. Ja, auch in der Beschreibung verlinkt. Alle. Sowieso. So, atme mal hier, Digga, die Ananas. Ey, und hier unten die Drips. Ey. Ja, wo hast du die machen lassen? Bruder, ganz ehrlich, wir sind gerade so ein bisschen am Rumprobieren so. Ne? Mal. Muss man nicht weiter zu sagen, weißt du, wie ich meine? Mailand. Ich brauch auf Ernst ein Glas Milch. Der Salvatore Ferragamo Gürtel. Hatte ich letztes Mal schon an, das ist auch mein Lieblingsgürtel, aber Salvatore Ferragamo, Ehre einfach. Ihr wisst selber, 400 Euro. 400 Euro. Bruder, das ist, ich muss sagen, diese Hose matcht richtig gut zu dem Gürtel. Ja, auf jeden Fall, also... Als wäre dieser Gürtel mit der Hose verkauft worden. Aber auch richtig nice, dass die Brillis hier unten zu der Sonnenbrille passen. Und dann hier noch mit dem Silber da. Und also es ist wirklich ein Augenschmaus. Ja, und, aber du musst auch sagen, der Pullover ist matcht sowieso. Gut zu dieser Ananas-Hose, denkst du. So, guck mal, gelb, gelb, rot, rot, Bro. Digga. Bro, warte mal kurz. Du hättest jede erdenkliche Farbe an diese Hose dran machen können, sie hätte einfach gematcht, weil in diesem Pullover alle Farben vorne sind. So, Real Talk. Bang, 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 weißt du, wie ich meine? Also, der, das ist mal was ganz anderes. Das traut sich gar keiner hier so zu anzusehen. Es hat nichts mit Trauen zu tun. Es hat einfach nichts mit Trauen zu tun. Ey, das macht mich wieder sauer. Das macht mich einfach wieder sauer. So, bei der Frise sag ich noch, ja, okay. Da gebe ich ihnen recht. Traut sich nicht nur jemand, das kann sich gar keiner leisten. Digga, so läuft das schon. Aber das Ding, Digga, ist mir auch scheißegal. Du bist nicht mehr wert, doch bist du. Wenn du teurer auf bist, das bist du mehr wert, natürlich. Guck mal, glaubt ihr, ihr werdet eher gekippt, oder ich? Also da hört dann tatsächlich auch der Spaß mal auf Ernst auf. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen nicht ernst gemeint ist, aber das kam mir gerade schon relativ ernst gemeint rüber. Ich glaube nicht, dass es ernst gemeint ist, so, weil das kann man nicht ernst meinen. Ist, weiß ich nicht, also ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht überreagieren und meinen, ey, der hat das ernst gemeint. Selbst ein Lil Lano meint das nicht ernst. Bro, okay. Dein Schuh, Gucci. Ich feier den Schuh. Oder bitte frag mich nicht, was das für einer ist oder so. Auf jeden Fall leckt er so richtig geil mit seiner Zunge rum. Deswegen habe ich den einfach geholt. Der kostet 700 oder 800 Euro, soweit ich weiß. Ja, ich finde den auch fresh. Mal was ganz anderes von Gucci. Ist der bequem? Cool. Der ist richtig bequem. Und man kann damit auch so springen, so ey. Beste, Digga, so läuft der Shit, Digga. Bruder, Digga, mit der deutschen Germana-Tüte. Ja, normal. Bruder, eine Sache hat sich seit dem letzten Video wieder mal getan. Du hast mal wieder was prophezeit. Und zwar die Uhr hier. Ja, ey, dies ist nicht Ice Out, aber Day-Day Blueface, ihr seht selber, Digga, ey. Zum Glück ist die nicht Ice Out. Ja, vorbei. Ahnst du? Digga, schöne Uhr. Ahnst du? Ganz krank, ist nicht Digga. Meine, gehört mein Bruder Nima. Flex, Flex. Drip, Drip. Milch, Milch. Das beste Outfit war für mich das von Mo Phoenix. Definitiv. Das von UFO, ja, hatte das ein oder andere coole Piece mit dabei. Zum Beispiel der Gürtel war nice. Samara, Standard-Rapper-Outfit. Und ich glaube, ja, gerade am Ende, Lil Lano hat alles abgeschossen. Ja, I don't know.